das enorme Glück, dass ich zwei große Ohren habe. Das heißt, wenn man ordentliche Ohren hat, ist man prädestiniert für Musik. Und auch mein Onkel, der Philharmoniker gewesen ist, der Trompeter in der Wiener Staatsoper, hat mir den Namen gegeben. Er hat gesagt, das wird ein Bub, also muss er Wolfgang heißen. Vielleicht hat er ein Stück von Mozart. Damit hat er nicht recht gehabt. Ich wollte wirklich Musiker werden, habe bereits mit 4 Jahren mein erstes Klavierkonzert öffentlich gegeben. Und es war aber genau in der Zeit 1944 und Kriegsende 1945. Ich bin in Neulenkbach aufgewachsen, das ist ein kleiner Ort in Niederösterreich, heute eine Stadt inzwischen. Und dort hat meine Mutter mit großer Sparsamkeit einen großen Klavierflügel ausgeborgt, damit ich spielen lernte. Ich wollte Pianist werden, aber dann kam die russische Besatzungsmacht. Und in unserem Haus, in unserem kleinen Haus, hat sie das gestört, dieses Ding, das da steht. Und haben das transportiert und in den Gemüsegarten geworfen. Das hat so schön geklungen und sie haben mit der Maschinenpistole in dieses Klavier geschossen, weil es so schön geklungen hat. Ich bin daneben gestanden und habe das gehört. Das war der Todesstoß für meine Karriere. Ich wollte von Musik nichts mehr wissen. Wenn du dir vorstellst, dein Lieblingsinstrument. Und die schießen mit der Maschinenpistole, mit der Kalaschnikow, schießen sie da hinein. Aus war es mit meiner Musikkarriere. Der arme Schumann dreht sich im Grab um, wenn er meine Interpretation von den Kindermelodien hört. Aber es ist für mich eine der schönsten Kompositionen, die es gibt. Und ich habe aber ein handwerkliches Talent entwickelt oder gehabt. Und dieses handwerkliche Talent hat sich speziell auf Holz bezogen. Ich war aber sehr klein durch die schlechte Ernährung in dieser Zeit und so weiter. Und kein Tischler hat mich nehmen wollen. Der hat ja keine Kraft und der ist zu klein und so weiter und so weiter. Wieder war es meine Mutter, die gesagt hat, dann geht er in eine Schule, wo er Tischler werden kann. Und das war Mödling. Die Bundesgewerbeschule. Aber als ich in die Werkstätte gekommen bin, zur Hobelbank, haben die gesehen, ich bin zu klein, die Hobelbank ist zu hoch. Man hat mir wirklich ein Podest gemacht, ein Holzpodest, so hoch, und ich konnte Tischler werden. Ist schon lustig. Also das war die erste, glaube ich, und wichtigste Stufe, weil es ist heute noch, ich bin schon einige Jährchen älter wie damals, es ist heute noch das Detail, im Zusammenhang vorwiegend mit Holz, aber auch mit allen anderen Materialien, die noch so unschuldig sein mögen. Alle Materialien sind für mich eine Herausforderung für das Detail. Holz ist Natur pur, in jeder Art ursprünglich. Aber Holz ist Holz, Metall ist Metall, Stein ist Stein und soll in seiner Ureigenheit für den Entwerfer der Auftrag sein. Denke daran, was ist die Eigenheit des Materials. Daher wird es ein das Design materialgerecht. Und damit ist der Auftrag schon gegeben. Da braucht man gar nicht mehr lang nachdenken. Ich habe also das Glück gehabt, dass ich am Land aufgewachsen bin. Die Schule war in Mödling und dann war die Schule zu Ende. Und so nach dem Prinzip, wie es mir öfter noch gegangen ist, das kann doch nicht alles gewesen sein. Inzwischen ist meine Familie nach Wien übersiedelt und ich habe keinen Menschen in Wien gekannt und schon gar nicht die Stadt. Ich bin permanent mit meinem einfachen Fahrrad an den Stadtrat gefahren und war sogar dann in sehr kurzer Zeit aktiver Radrennsportler. War in einem Club und musste jeden Tag trainieren. Und mit einem Freund habe ich wieder einmal, musste jeden Tag zwischen 50 und 100 Kilometer fahren und sind wir gefahren und es war eine rote Kreuzung. Wir mussten stehen bleiben. Und auf der anderen Straßenseite ebenfalls. Und da steht ein Kollege, der mit uns in Mödling in der Schule war. Und ich habe hingerufen, ich hoffe, man kann das Detail verstehen. Hallo Hansi, du Depp, was machst du? Ich studiere, sagt er, bei einer roten Kreuzung. Sehr lang war die Kreuzung nicht rot. Wo studierst du? Akademie für angewandte Kunst. Wo ist das? So, mein Freund und ich, mein Freund Willibald und ich, haben unser Training unterbrochen und sind also zur Schule gefahren, haben festgestellt, da gibt es eine Aufnahmeprüfung. Da werden wir Architekten, geschweige denn zu wissen, was das ist und erst recht nicht, was das kostet. Es waren ungefähr 80 Kandidaten aus ganz Österreich und Bayern. Willibald und ich, mein Freund und ich, hatten so gut wie nicht die geringste Hoffnung, da
dass wir untrainierten Tischler, wir haben ja beide noch in der Tischlerei gearbeitet in Wien, es war anders. Beide, mein Freund und ich, sind aufgenommen worden. Das war, glaube ich, einer der schönsten Tage in meinem Leben. Während meines Studiums, das war, glaube ich, mittendrin, glaube ich, im dritten Semester etwa, gibt es eine Geschichte, eine kleine Begegnung mit meinem Lehrer, Professor Niedermoser. Er selbst war Schüler von Josef Hoffmann, die also wert ist, mit der Ausstellung in Verbindung gebracht zu werden. Vor allem mit dem Untertitel, das Material ist unschuldig. Einerseits haben wir hier einen Feigenbaum, das Symbol im Alten Testament über die Feige, über den Feigenbaum. Aus diesem Baum dürft ihr nicht essen, sonst habt ihr eine Sünde. Und bei Professor Niedermoser war es relativ ähnlich. Professor Niedermoser kam fast jeden Tag, also circa um 9 Uhr in das Atelier, und alle sollten also schon da sein. War nicht immer der Fall, aber es waren fast alle immer da. Und dann hat er sich irgendjemanden ausgesucht, zu dem er heute sich hinsetzt und schaut, was er gemacht hat. Ich habe gedacht, hoffentlich kommt er heute nicht zu mir. Ich habe nämlich nichts gemacht, überhaupt nichts. Er kam also prompt zu mir. Ja, Herr Heipel, was gibt es Neues? Der Assistent ist auch daneben gestanden. Und ich habe damit gerechnet, dass er mich jetzt hinausschmeißen wird. Ich war nicht der fleißigste Schüler. Ich hatte also nichts anderes als ein weißes Blatt Papier. Ein unschuldiges weißes Blatt Papier. Und ich habe gerechnet, jetzt wird es gleich heißen, Heipel, verschwinden Sie, ich will Sie nicht mehr unterrichten. Die Angst hatte ich. Was hat Niedermoser gemacht? Er hat in die Masse geschaut. Kommt so mal alle her. Und ich habe schon gerechnet mit einer öffentlichen Hinrichtung. Schauen Sie sich an, was Kollege Heipel gemacht hat. Er hat ein Blatt Papier vor sich liegen, nichts ist drauf. Er hat das Papier noch nicht beleidigt. Ich gratuliere Ihnen dazu. Aber jetzt machen Sie etwas. Und ab diesem Moment war ich wirklich ein fleißigerer Mensch als je zuvor, weil ich irrsinnig Angst hatte, wirklich hinausgeschmissen zu werden. Ich habe mich in Sitzmöbel generell verliebt. Und mich interessiert mehr als nur der Gegenstand. Mich interessiert, wie kam es dazu, dass dieses Möbel so aussieht und nicht anders. Aber mich interessiert auch, wer ist je darauf gesessen? Das heißt, ich sammle Sesseln. Sesseln, die eine Geschichte erzählen können. Und irgendwann, als so die ersten 100 beisammen waren, habe ich dem Ganzen einen Namen gegeben, habe gesagt, das ist ein Sesselclub. Und habe ich dann irgendwann einmal angefangen, mir Sessel anzueignen, bis das einige Leute auch gewusst haben, dass ich das gerne habe. Und jeder Sessel kann eine Geschichte erzählen. Für den Entwerfer, für den Produzenten, wo ist der Sessel verwendet worden, wer ist schon alle darauf gesessen und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es Klassiker, die man liebt, die man besonders liebt, aber auch nicht bekommen kann. Ich bin ja nicht der Einzige, der sich mit Sesseln beschäftigt. Aber ich nehme auch Sesseln, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber irgendeine interessante Geschichte haben. Lieblingsstücke sind, bitte, das ist vielleicht etwas egoistisch, auch Stühle, an denen ich selber mitgearbeitet habe im Entwurf und die Leiden kennengelernt habe. Was ein Entwerfer alles zu leiden hat, bis er wirklich in Serienproduktion geht. Und da habe ich also eine Geschichte, wo aus einem Sessel ein zweiter, ein dritter und ein vierter war. Eine ganze Familie ist entstanden. Und ein Entwerfer darf sehr wohl etwas stolz sein ein bisschen, wenn er einen Sessel hat, der vielleicht schon 20.000 Mal verkauft worden ist. Diese Sesselserie, ursprünglich mit der Zahl 850, das ist nur eine Fabrikationsnummer gewesen, das ist der Urgroßvater der ganzen Serie von Wiesner-Hager und sehr erfolgreich. Und auf der Basis dieses ersten Modells, das Wesentliche ist, dass es nichts Besonderes ist, außer dass man gut sitzen kann. Und der rückwärtige Fuß, das ist aber bei nahezu allen meinen Modellen, der steht nie senkrecht, sondern leicht nach vorne geneigt, weil er durch die Stabilität, jeder Mensch schaukelt auf einen Stuhl, wesentlich höher ist. Und daraus wurden mehrere Serien andere entwickelt. Zum Beispiel die Serie, wo auch zwei Stück davon im Original in der Ausstellung stehen werden, wo also senkrechte Sprossen sind. Oder dieser hier in Kirschholz als Sonderanfertigung. Der ist nur in einer kleinen Serie aufgelegt worden.
mit Geflecht und hineingelegt ausgefrästen Zargen. Tatsache ist, dass sie alle noch funktionieren, obwohl sie schon teilweise sehr, sehr alt sind. Dem sieht man das besonders an, wie alt der schon ist und dass da schon tausende Leute drauf gesessen sind und der ist immer noch nicht gebrochen. Ja, ist weiter, der hat alle Kriterien, die ein Sessel haben soll. Zum Beispiel, dass also hier genau der Knick ist, dass man also ordentlich setzen kann. Das Nachfolgemodell, das in der Ausstellung steht, ist noch besser, weil die Lehne senkrechte Sprossen hat, die genau in der Höhe von 17 cm den Ackerblumenknick haben. Welches Gefühl ich heute habe zu diesen Sesseln? Ich freue mich, dass es den Sessel gibt. Das ist wie ein eigenes Kind, das brav ist. Das ist schon. Gratulation zum glücklichen Vater. Am Ende meines Studiums, das war 1960, war mein einziger Wunsch, so schnell wie möglich in das vielgelobte Skandinavien nachzufahren. Und ich bin also mehr krumm als gerade, sehr, sehr schwierig und einfach in den nächsten Zug gestiegen und bin nach Kopenhagen mit der Bahn gefahren. Ich kam in Kopenhagen an, bin zunächst einmal nur spazieren gegangen auf der Straße, habe einen Bekannten getroffen, einen Möbelvertreter, und der sagt: Heipel, was machen Sie in Kopenhagen? Das weiß ich noch nicht. Ich lade Sie ein, heute Abend wird das SAS-Hotel eröffnet. Sag ich: Sie meinen das Hotel von Arne Jacobsen? Jawohl, jawohl, kennen Sie den? Sag ich: Nur, den kennt doch die ganze Welt. Kommen Sie mit, ich lade Sie ein. Das war für mich eine Sensation. Einfachst gekleidet natürlich, mit Jeans, wie man halt als Student so verreist. Und das Glück oder Pech, wie man will, passiert mir am Abend. Ich gehe hinein und werde unmittelbar nach 5 Minuten persönlich der Designgröße Arne Jacobsen vorgestellt. Der große Arne Jacobsen war um meinen Kopf kleiner wie ich, hat mich auf die Schulter geklopft. Ah, junger Freund aus Wien, was machen Sie hier? Und so weiter und so weiter. Ich habe nicht gewusst, was ich reden soll. Jetzt habe ich endlich den Jacobsen vor mir und darf mit ihm reden und weiß nicht, was ich sagen soll. Und ich sage zu ihm: Herr Professor, was tun Sie dagegen, dass die ganze Welt Ihren Ameissessel kopiert? Bumm, nächster Schlag auf die Schulter. Junger Freund, ich bin sehr stolz darauf. Das ist die Weisheit eines alten Designers. Dann gibt es noch eine prominente Persönlichkeit, die ich nicht versäumen möchte, als Begegnung zu bezeichnen. 4 Jahre bevor sie gestorben ist. Schütte-Lihotzky, Margarete Schütte-Lihotzky, die von meinem Atelier und von unserer Wohnung ums Eck gewohnt hat. Als wir uns durch Zufall, durch die Aufgabe eines Schülers von mir, für ein Referat von ihr persönlich kennengelernt haben, haben wir sie öfter getroffen, haben sie mit ihr Mittagessen gegangen und ich war immer so stolz, wenn sie mich junger Kollege genannt hat. Mich junger Kollege genannt, ich war damals schon ein Greis. Also diese Dame, die kurz vor 100 gewesen ist, hat mich als junger Kollege bezeichnet und wollte, dass ich Volltrottel ihr erkläre, wie man mit einem Computer umgehen soll. Das wollte sie lernen, da war sie bereits 100 Jahre, das muss man sich vorstellen. Kannst du nicht für uns so einen Entwurf machen, wie Wohnen der Zukunft ausschaut? Das war im Herbst 1972. Ich habe mich hingesetzt und habe geschwitzt. Und gutes Design ist verbunden mit Schweiß, mit sehr viel Schweiß. Und habe einen Entwurf gemacht, der dann den Namen bekommen hat, Quarantäne, also die Sonderstation. Diese Quarantäne wurde 1:1 im Maßstab tatsächlich ausgeführt und mit einer Musik, die mich besonders begeistert hat, von Pink Floyd begleitet. Und was mir besonders gut gefallen hat, dass ich 5 Balletttänzer vom Innsbrucker Landestheater zur Verfügung bekommen habe und konnte mit diesen Balletttänzern eine Aufführung gestalten in diesem Modell und das ist auch wirklich ausgeführt worden. Sie sehen also bestimmt auch hier in der Ausstellung einige Beispiele aus der Quarantäne. Am ersten Tag, das war im April 3000, sind via Hubschrauber, weil die Straßen wurden gesperrt, weil so viele Fahrzeuge gekommen sind, wir Hubschrauber von Innsbruck 10.000 Personen geflogen worden und sind in die Ausstellung gekommen. Und natürlich waren dort Gags drinnen und Ideen drinnen, wo ich mit meiner leicht humoristischen Ader die Leute teilweise betrogen habe. Tatsache ist, dass nächsten Tag
in der deutschen Bildzeitung auf der Titelseite stand, Heibels Vision in Fügen. Die Leute haben geglaubt, das ist wirklich eine Erfindung. Eine Idee davon war, wenn in einem Raum schlechte Luft ist, zu hoher CO2-Gehalt, dann erscheint an der Wand plötzlich ein Text, bitte rauchen Sie nicht zu viel oder lüften Sie endlich, dass das automatisch erscheint. Natürlich war das nur eine blöde Idee. Es gibt eine Tabelle mit mehreren Beispielen nach 4 Kriterien. Wann ist eine Idee der Zukunft denkbar? Wann ist sie wissenschaftlich möglich? Wann ist sie technisch möglich? Und wann ist die Idee weit verbreitet? Oder 2 Ideen. Eine davon war, ein Fernsehapparat, der so flach ist, dass man ihn an die Wand hängen kann. 1972. Kein Mensch hat von Flat TV eine Ahnung gehabt, vom Fließkristall. Halt ist es selbstverständlich. Und es hat mit den Jahreszahlen wirklich übereingestimmt. Ich habe Glück gehabt, um das zu finden. Ich bin kein Prophet. Eine Idee, zu der ich heute noch stehe. Ich habe ein Projekt entwickelt, ein Haus, 8x8 Meter, mit doppeltem Boden, 60 cm. In diesem Boden sind speicherbare Elektrobatterien. Und diese Batterien werden gespeichert, nächtens, wenn wenig Leute Strom verbrauchen und der Strom in Wahrheit am billigsten ist. Dann, wenn keine Fabriken laufen, wenn keine Straßenbahn fährt, wenn die Haushalte keinen Strom brauchen, wenn alle Leute schlafen, dann wird diese übrige Energie gespeichert in Energien und nach eigenem Bedarf im eigenen Haushalt verwendet. Also ein besseres Energiesparen kann es meiner Meinung nach auch in Zukunft nicht mehr geben, wo man nach Bedarf Energie selber steuern kann und weiß, wie man Energie verschwendet. Soll man eigentlich immer, welches Ziel auch immer, aber ein klares, unverrückbares eigenes Ziel haben. Das Ziel kann sehr, sehr, sehr einfach sein und sagen, ich will möglichst viel meine Sachen verkaufen. Das ist ein Ziel. Ich will eine Botschaft ans Publikum schicken, dass Wohnen etwas Besonderes ist. Oder ich will, dass ein bestimmter Stil, wie das so schön heißt, gibt es nicht. Aber sie reden sich ein, die Leute, eine bestimmte Farbe, ein bestimmtes Material. Es ist doch auch so, wenn in Köln eine Messe stattfindet und die Brancheninsider treffen sich bereits am Bahnhof oder am Flughafen. Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Das ist eben das Wichtigste. Aber welche Botschaft gesendet wird, das wird nicht gesagt. Ich habe also meist, wenn ich Messestände, keine sehr großen, einfache Messestände gemacht habe, habe ich immer versucht, meinen Auftraggeber jenen Wunsch zu erfüllen, der sich erwartet, dass möglichst viele Besucher zu seiner Exposition kommen. Da gibt es ganz einfachen Trick, einen zum Beispiel, dass ich eine Wand hingestellt habe vor dem Messestand und damit einmal die Vis-à-vis-Aussteller behindert habe, dass die Leute da hinstehen. Und ich habe in dieser Wand nur Löcher gemacht und die Leute, die vorbeigegangen sind, haben sich gedrängt und wollten durch das Loch hineinschauen, was ist da drinnen los. Und damit haben sie der Konkurrenz nur den Rücken gekehrt. Sein Glück finden kann. Sein Glück. Warum stellt er aus? Es hat begonnen effektiv 1968. Ein typischer 68er. Für mich war Unterrichten zunächst natürlich mit Angst verbunden. Den Lehrer möchte ich kennen, der nicht Angst hat, wenn er beginnt zu unterrichten. Aber diese Angst habe ich also sehr bald vergessen dürfen, weil ich meine Schüler, allein wenn ich das so sage, das ist ja schon eine egoistische Äußerung, immer verglichen habe mit meiner Freude zur Natur, zu Pflanzen. Und somit habe ich versucht, jeden Schüler als Pflanze zu sehen. Und was kann man falsch machen? Man kann eine Pflanze zu viel gießen oder man kann sie zu wenig gießen, man kann die falschen Triebe abzweigen, man kann also viele Fehler machen bei Pflanzen, dass sie kaputt werden. Also immer denken, Schüler sind wie Pflanzen und jeder Mensch ist doch hoffentlich ein Pflanzenliebhaber. Und ich habe alle meine Schüler fast immer sehr gerne gehabt und freue mich also, wenn ich auf eine internationale Messe oder überhaupt wohin gehe und die sprechen mich
wunderschöne Frauen an und sie sagen, ich bin eine ehemalige Schülerin von Ihnen, obwohl es gar nicht mehr stimmt, dass sie keine Schülerin mehr ist. Aber es macht Freude, wenn einen die Schüler wieder erkennen und positiv mit mir zu sprechen. Es ging also dabei, ein historisches Gebäude, das man als Wiener natürlich besonders gerne macht, aber besondere Verantwortung hat dabei, das historische Gebäude nicht zu beleidigen. So wie also das Material unschuldig ist, ist auch meistens, nicht immer, ein Gebäude unschuldig. Was macht der Innenarchitekt in diesem Fall daraus? Zunächst einmal wissen, was war das überhaupt? Was ist in den Mauern gelagert an Erinnerungen? Also diesen Respekt muss man zunächst einmal haben vor dem Gebäude. Wir mussten dann trotzdem hier aus Platzgründen eine Decke einziehen zusätzlich, dass man mehr Platz schafft, ein weiteres Geschoss dazu nimmt. Und dann beginnt man als Planer hoffentlich mit einem Modell, mit einem eigenen kleinen Modell, das man sich nur für sich selber macht, um also die Räume zu verstehen, zu akzeptieren. Wir machen sogar dann manchmal von diesen Modellen Raum, keine nicht nur Perspektiven, sondern Fotos, um zu sehen, was kann man daraus machen. Haben wir eine Paradestiege gemacht. Und wenn man sich anschaut, bei alten Gebäuden oder bei klassischen Gebäuden, ob das Paläste sind oder was auch immer, es ist meistens das Schönere, wenn eine Stiege ist. Wenn man von dem Geschoss hinauf schreitet, da geht man ja nicht, da schreitet man, oder herunterkommt. Das ist einfach ein besonderer Genuss, ein Gebäude, einen Raum zu erfahren. Und in dem Moment, wenn man das versucht zu verstehen, ich will einen Raum erfahren, in dem Moment kommen auch die ersten Ideen, was will ich hier machen? In diesem Fall wollte er einen repräsentativen Raum für seine Kunden aus dem Bereich der Energie, dass zum Beispiel diese schrägen Wände hier sind. Das hat ja auch mit der Akustik des Raumes zu tun. Wenn der Kunde hier hereinkommt, der spätere Kunde, soll er ja eigentlich gefangen genommen werden, er soll umarmt werden. Und es gibt mehrere Gefühlsregungen in einem Menschen. Das sind die Ohren, das sind die Augen, das ist das Haptische. Also die Aktivierung aller Sinne soll motiviert werden bei so einer Gestaltung. Wenn das gelingt, freut man sich und applaudiert sich auch selber manchmal. Das passiert schon manchmal. Dass man also sich freut und stolz ist auf das, was dabei herauskommt. Aber vor allem, dass der Kunde zufrieden ist. Und wie heißt es so schön? Ein Spruch meines Lehrers Niedermoser. Ein Auftrag ist dann erfüllt, wenn Auftraggeber und Architekt als Freunde auseinandergehen. Und wir haben hier eine ganz dicke Freundschaft geschlossen. Die Ausstattung, die Einrichtung aller Büroräume hier sollte in einem Ausmaß geschehen, dass die hier beschäftigten Menschen glücklich sind damit. Das hört sich so gewerkschaftlich an. Ist es also wirklich nicht, diese Idee. Sondern die Menschen haben alle eine Freude. Und ihr werdet ja gesehen haben, wie die alle lachen hier. Wie die alle glücklich sind, dass sie hier arbeiten dürfen. Verdienen auch gute Leute. Das ist schon richtig. Aber zum Beispiel so viel Holz zu verwenden. Und das ist nicht irgendein Holz. In der Gegenwart ist es bereits ein bestimmtes Holz. Die kanadische Ahorn. Oder kanadische Birke. Warum gerade kanadisch? Haben wir nicht in Europa genügend Holz? Nein, nicht dieses Holz. Dieses Holz aus Kanada hat gegenüber den europäischen vergleichbaren, optisch vergleichbaren Hölzern die Eigenschaft, dass es nicht so leicht vergilbt, dass auch erhalten bleibt und nicht durch Kunststofflacke, Polyesterharze vergewaltigt wird. Und man riecht nur mehr den Lack und die Epoxidharze. Aber vom Holz ist nichts mehr zu spüren. Da spürt man hier das Holz, das erlebt man hier das Holz. Mir kam eine weittragend gute Idee, als ich einmal durch ein Dorf gegangen bin, wo alte Bauernhäuser gestanden sind und ein altes Kloster gewesen ist. Und wenn man sich das anschaut, die Fenster sind bei uns am Land sehr klein. Die Fenster sind sehr klein, weil das Glas sehr teuer war, das Fensterglas. Und die Fenster sind ja nicht, die Fensterleibungen sind ja nicht gerade, sondern schräg und weiß mit Kalk gestrichen. Weiß deswegen, weil der Spiegeleffekt des Tageslichtes sich bricht an der weißen Farbe und die Räume dadurch heller werden. Das ist der Ursprung. Das hat mich beflügelt. Anschließend eines Wettbewerbes für Innenarchitektur habe ich den Vorschlag gemacht, man möge doch künftig die Fensterleibungen nicht weiß streichen, sondern mit Spiegel belegen.
und habe das selber versucht und habe eine Messung in der Mitte des Raumes gemacht, mit Spiegel und ohne Spiegel. Man höre und staune, die Lichtausbeute des Tageslichtes ist in diesem Raum 80% höher gewesen, in der Raummitte. 80%, also fast das Doppelte, wie wenn es nur weiß gestrichen ist. Das habe ich beim Wettbewerb eingereicht und habe natürlich gewonnen. Und hier habe ich das natürlich jetzt gleich realisiert im eigenen Haus. Die Wände sind hier zwischen 50 und 60 Zentimeter dick. Das habe ich einerseits benutzt, um gleichzeitig die Bücherreihe, also die Bibliothek hier zu installieren. Aber tatsächlich mit diesen Spiegeln kann ich hier schauen, von der Schweiz bis Košice. Das kann man jetzt alles sehen, das geht ja hin und her, hin und her. Diesen Platz sitze ich deswegen so gerne, weil es der bestbelichtete vom Tageslicht, bestbelichtete Platz ist. Also wenn ich hier lese, jedes Material hat in seinem Ursprung, in dem es an uns herankommt, seine absolute Eigenheit. Daraus entsteht im Entwurf der dringende Auftrag. Bitte, lieber Entwerfer, bleib materialgerecht. Die Tatsache, dass ich als Tischler eine fundierte dreijährige Ausbildung genossen habe, kommt mir heute noch zunutze. Für mich ist Tischlerkonstruktion, Tischlerarbeit, Material Holz und andere kleine Produkte nach wie vor nicht fremd. Es ist für mich immer wiederum die Wahrheit des Materials. Und Wahrheit ist und bleibt immer das beste Material. Thank you.